Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon's Dogma Dark Arisen. Wir sind hier stehen geblieben. Und ja, die Typen sind hier gerade aufgetaucht, einfach so. Das ist total unfair ist. Ach, uff. Ja, gut, gehen wir erstmal schnell hier hoch. Gucken mal. Ganz schön verzwickt hier. Aha, was denn? Ohrringe der Treue. Geht halt weg. Jetzt schau ich mal schnell. Ausrüstung. Ohrringe der Treue, Treue. Ah, ich glaube, das ist Besessenheit. Oder? Ja, Besessenheit war klar. Okay. Ach so, hier sind wir dann. Flüssiger Elan. Naja, hier sind wir dann auf dem gleichen Weg wieder. Kurze Abkürzung. Wir müssen aber eh nicht dahin, aber wir gehen hier mal alles ab. Schauen uns um. Schauen, dass wir noch mehr Typen befreien. Da ist wieder einer. Hallo? What the fuck? Was du denn? Oh nee, das ist so ein Hardcore-Typ hier. Mit heiliger Magie geht das eigentlich ganz gut. Steht einfach rum, auf einmal taucht der auf. Ja, das gibt's ja wohl. Schreckenslord. Ach, du bist ein Schreckenslord. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Was? Was irgendwie alchemistische oder? Ja. Oha. Okay. Die sind ja noch besser als meine. Alter, was geht denn ab, Leute? Das kriege ich auf einmal lauter cooles Zeug hier. Ja, nimm Stein auf. Genau, nimm Stein weg. Ja. Hast recht. Steine braucht man immer. Es sieht so aus, als ob ich dahin muss, aber. Da war doch hinten noch ein anderer Weg. Moment, ich schaue mal auf die Karte. Wo wir nicht waren. Auf jeden Fall irgendwo unten. Da zeigt er mir auch noch einen roten Kreis an. Unten. Das ist eigenartig. Da zeigt er mir an, dass ich da hin muss. Und dann oben zeigt er mir das genauso an. Ein bisschen verworren. Aber schauen wir einfach mal. Ach, komm schon. Ja, ist ja. Ja, ist ja gut. Schauen wir uns einfach um. Was es sagt. Vielleicht finden wir noch mehr Typis, die uns irgendwie beim Kampf dann später helfen. Ach, komm schon. Jo, ist ja gut. Ach, scheiße. Das war ja da, wo wir nicht weiterkommen. Habe ich vergessen, Leute. Sorry. Stimmt ja. Da ging es nicht weiter. Da müssen wir irgendwo von der Seite unten irgendwo hin. Das ist die Frage, wie. Vielleicht hier lang. Von hier aus irgendein Weg. Kann man was sprengen hier? Auf jeden Fall viele Sprengfässer, aber es wäre auch für den Gegner möglich. Deswegen. Schwer zu sagen. Ballistas hätten wir auf jeden Fall für die Chimera nehmen können. Vielleicht ist hier hinter was versteckt. Ist da was versteckt dahinter? Komm, mach weg den Mist. Nö.
Gut, das sieht nicht nach was aus. Also wenn wir dahin müssen, wo wir hin müssen. Nun gut. Da waren wir, was war die Abkürzung denn da lang? Aber dass es echt nur dafür war, dass nicht irgendwas noch zum Sprengen ist. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, sei es drum. Ist vielleicht. Kann ich mich da festhalten? Nö. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Scheißendreck. Na gut, dann auf und zu unserem Zielpunkt. Da waren wir drin. Hier war aber nichts weiter. Gut, da müssen wir hin. Leute, seid auf alles gefasst. Ich bin auf fast alles gefasst. Okay, da ist er ja. Dieses hässliche Vieh. Honeyed sleep of destruction will find this place, and all the world in its turn. Was hast du vor? Hässliches Vieh. Just as you, your hubris, cannot hope to stop the divine beast that marked you. Before its might, you stand as useless and frail as this ungainly contrivance of brick and mortar. Hübscher Dolch. Nett. Ja. Super. Selbstmordattentäter. Das sieht nicht gut aus. Fleisch von den Knochen schälen, klingt gut. Kann ich den Dolch mitnehmen? Den du da fallen hast lassen? Bestimmt. Oh. Na toll. Böse Geister. Jetzt gucken wir mal, ob der Dolch hier irgendwo liegt. Nö. Ich versuche mal einen Bolidenhagel. Vielleicht kriege ich sogar beide voller hin. Und. Ja, hingekriegt. Aha. Wow, raus aus dem Kreis. Nein, ich muss da raus. Nö. Während es noch aufladet, nehme ich mal. Das macht. Fluch. Natürlich bringt das nichts. Scheiße. Dummheit. Perfekt. Und zack.
Haha. Nein, raus aus dem Kreis. Lass mich in Ruhe. Zack. Schön kraftvoll die Eiszapfen in die Fresse. Oh Leute, ey, die haben ganz schön fiese Zauber. Aber, ja, der eine liegt auf der Fresse, das ist gut. Zack, er hat ihn erwischt. Und der ist tot. Der in Rauch? Schaut so aus. Was machst du? Was zum... Was machst du? Na toll. Da ist er. Unser Widersacher, der Oberdrache. Grigori. Ja, ich glaube, der hat nicht so viel mit dem gemeinsam. Das hätte er nicht so einfach platt gemacht. Your dragon forged will speak for my diligence in that. The choice falls not to me, nor to the whims of fate. It is yours alone. Oh, scheiße. Lauf, Forest, lauf! Oh shit. Könnt selber nicht laufen, Leute. Das ist selber passiert. Eine Cutscene. Ja, das sah nicht gut aus. Aber wir sind scheinbar rausgekommen. Wie weiß der Geier? Aber wir sind rausgekommen. Ja, zur Hölle mit der Erlösung. Haben wir bestanden. Sprecht mit den Drachengeschmiedeten. Ja, das sieht jetzt hier super doll kaputt kacke aus, denke ich mal gleich, oder? Was quatscht ihr? Hallo? Befleckten Berg, toll.
Achso, da geht's wieder raus, hä? Das geht's zum Schloss lang. Das andere ist davor wieder. Oh Mann. Das ist das, wo kaputt gegangen ist. Kann man gleich mal gucken, wie es ausschaut. Und bis jetzt sieht es noch alles in Ordnung aus. Oder auch nicht. Hier ist kaputt. Hier ist eingebrochen. Ist das jetzt offen? Ja. Schön. Es ist jetzt scheinbar aufgegangen. Wo war das kaputt gemacht am Schloss? Riesiger Geldbeutel. Mal schauen, was auf uns wartet hier. Bin gespannt. Hier konnten wir ja alle vorher nicht rein, aber jetzt, da das zusammengebrochen ist, geht's. Ich war hier selber unten noch nicht drinne, weil ich bin einfach so weitergegangen, mal wo ich vorher gespielt hatte, das Spiel. Also ich kann euch auch nicht... Oh, cool. Ich kann euch auch nicht sagen, was hier ist. Da ist was, genau, nimm mit. Lexi. Hoi. Was nu? Der Fahrtfeucht ist mit dem üblen Hauch des Todes. Okay. Ach. Hier hätte ich auch hingemusst, okay? Leute. Das ist mir jetzt gerade entgangen, dass ich hier hätte hingemusst, eh. Ja. Also, es sieht nach dem Ende aus. Silber, keine Ahnung. Ja, hier immer umschauen, ob man hier irgendwo hochkommt. Sieht irgendwie aus, ob man da hochkommt. Oder auch nicht. Also von hier sind wir gekommen. Ja, hier endet es. Asaurian. Stimmt. Oh, schwarzer. Schwanz. Schön gefroren. Gut gemacht, Storm. Der tut da nichts. Ah. Toll, Kupfererz. Gucken wir mal. Ah, schaut mal. Ich habe was gefunden. Würdevoller Umhang. Huch. Was bringt denn der? Ja, voll würdevoll. Ja. Gut, also Geld. Das andere Truhe. Aber kennt ihr das hier noch? Das sieht aus wie vom ganz Anfang der Part. Wo wir mit diesem Ritter, also den Krieger, gekämpft haben.
Sie ist gerade in den Abgrund gesprungen. Noch ein Armschutz. Okay. Aber nicht für mich, aber für meinen Shadow Mask. Oh, die ist viel besser. Sehr viel besser. Also mein Shadow Mask sieht langsam mal nach was aus. Das ist super. Da liegt Geld. Was haben wir hier noch? Da ist nichts am Rand. Müssen wir mal aufpassen, dass wir hier nichts übersehen. Oha. Was haben wir denn da? Ja, Leute, das ist keine Harpier. Sieht ein bisschen aus wie einer, hat aber Fledermausflüge. Und zwar ist das ein Succubus. Sozusagen ein weiblicher Dämon, der ja Männer betört, schon wieder neues Zeug, um sie dann ihre Kraft zu entrauben und sowas. Soweit ich weiß. Gehen wir mal Shadow Mask, schauen wir, ob er es brauchen kann. Nö, die macht nicht wirklich viel mehr. Ja. Was ist dahinter? Ist da was? Nö. Hier oben. Sieht auch nicht so aus. Ja, wir können uns auf jeden Fall schon mal gefasst machen auf einen Kampf gegen den Drachen. Der kommt nämlich jetzt dann langsam. Also wir kommen langsam zum Ende vom Spiel. Aber ich kann euch beruhigen, wir kommen eigentlich noch lange nicht zum Ende vom Spiel. Also es ist sozusagen das Ende und das ist auch nicht das Ende. Ich werde es aber nicht spoilern. Es kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu, sagen wir so. Gut, jetzt schauen wir uns hier mal um. Hier ist garantiert noch viel mehr Zeug. Das ist zum Sprengen mit Geld. Da unten ist... Was ist da? Ist hier gar nichts? Keine Truhe? Vielleicht da hinten oben drauf. Seelenheil. Gut gemacht. Ja, da kommen wir nicht rauf. Da ist auch scheinbar nichts. Kommt man da hoch? Nee. Sah ein bisschen danach aus, aber ist nicht so. Wir müssen da lang auf jeden Fall. Schauen wir mal schnell hier. Aha, Geld. Geld im Busch versteckt hier. Oha. Der greift sich hier. Oh, gut gefroren. Schön gemacht.
Storm, du bist echt gut. Dein Einfrierzauber ist sehr hilfreich. Tiefschwarze Echsenhaut. Aha. Schön. Ja, Korbenmaster, genau. Ich sehe gerade, hier geht's runter. Oh. Da geht's auch hoch. Aha. Eine schöne Truhe mit Lammlederjacke oder so? Ach, Lamellenjacke. Das ist aber nicht für mich, das ist für Waldläufer. Nun gut, haben wir trotzdem. Sei es drum. Au, natürlich. Das finde ich ein bisschen doof gemacht, obwohl man hier mit Fliegen etwas... Aha, schaut mal. Etwas da aufhalten kann. Goldener Gürtel. Was haben die für Ausrüstungsgegenstände? Oh, hier ist noch. Hacken wir mal Kupfererz. Das wird weggeschmissen. Genau. Das könnt ihr mal tragen. Achso, das habe ich ausgerüstet. Ups. Ich wollte es nicht ausrüsten. Das sieht aber nicht schlecht aus, aber... Gehen wir ihm mal. Oh, Stärke 18. Also plus 18. Nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht. Ich müsste es aufrüsten, damit es gut wäre. Ja, ihr habt ja gesehen, es war jetzt nicht so weltberauschend. Besser. Da komme ich, glaube ich, her. Genau. Komm, Master, halt's Maul. Ich laufe hier lang. Ich du. Flaschen mit Öl. Gut, kommen wir hier irgendwo hoch. Gut, bevor wir hier jetzt weitergehen, halt, bleib stehen. Storm, komm her. Komm her. Die will mal vorlaufen. Ja, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir hier einen Cut. Und sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Shadow Master.